Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Zunächst begrüße ich Dr. Stefan Kaufmann in unserer Mitte. Er hat für den verstorbenen Abgeordneten Dr. Wolfgang Schäuble die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag erworben. Herzlich willkommen und auf gute Zusammenarbeit. Dann gratuliere ich sehr herzlich dem Kollegen Dr. Hermann Josef Tebroke, der heute seinen 60. Geburtstag feiert. Weiterhin teile ich Ihnen mit, dass sich der Ältestenrat in seiner gestrigen Sitzung darauf verständigt hat, dass während der Haushaltsberatung vom 30. Januar bis 2. Februar 2024 wie üblich keine Befragung der Bundesregierung, keine Fragestunde und auch keine Aktuellen Stunden stattfinden sollen. Als Präsenztage nach § 14 Absatz 1 des Abgeordnetengesetzes werden die Tage von Montag, 29. Januar 2024 bis Freitag, 2. Februar 2024 bestimmt. Ich sehe dazu keinen Widerspruch. Dann verfahren wir so. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 30a und 30b. Beratung des Berichts der Bundesregierung zur Halbzeit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit dem Titel Mit Mut gemeinsam Zukunft gestalten, weiter Fahrt aufnehmen. Sowie Beratung der Unterrichtung durch den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung über die Weiterentwicklung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne nun die Aussprache und zuerst hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Tessa Ganser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, wenn wir uns die Halbzeitbilanz der Agenda 2030 der Vereinten Nationen anschauen, dann fällt diese, gelinde gesagt, äußerst ernüchternd aus. In den vergangenen Jahren, Corona-bedingt und auch durch den fürchterlichen Angriffskrieg von Russland gegenüber der Ukraine, ist die nachhaltige Entwicklung global ins Stocken geraten. Nur 15% der Indikatoren weisen eine positive Richtung aus. Bei rund der Hälfte der Indikatoren ist eine Zielerreichung unwahrscheinlich, auch wenn es leichte Fortschritte gibt. Und bei 30% der einzelnen Bereiche ist Stillstand oder sogar rückläufige Entwicklung zu verzeichnen. Und die Herausforderungen nehmen weiter zu, sei es bei der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Bei 6 von 9 Punkten haben wir die planetaren Grenzen bereits überschritten. Aber auch im Bereich soziale Gerechtigkeit ist die Entwicklung äußerst negativ. Das zeigt zuletzt auch der Oxfam-Bericht, nachdem die globale Ungerechtigkeit in den letzten Jahren enorm zugenommen hat. Umso wichtiger ist in diesen Stunden, in dieser Zeit eine Bundesregierung, die Kurs hält, die die 17 Ziele der Agenda 2030 als Richtschnur ihrer politischen Agenda sieht. Herzstück der Umsetzung der Agenda 2030 in Deutschland ist die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Ein Zwischenbericht wird heute vorgelegt, der aufzeigt, was alles bereits getan ist und was alles auch noch zu tun ist. Mir als Abgeordnete ist der Beitrag, den wir hier als Parlament leisten, ein besonderes wichtiges Anliegen und hier insbesondere die Weiterentwicklung des Parlamentarischen Beirates. Und das sind für mich drei Punkte wesentlich. Erstens, dass wir bei der Gesetzesfolgeabschätzung, bei der Nachhaltigkeitsüberprüfung dahin kommen, dass wir nicht nur eine formale Prüfung abschließen, sondern wirklich auch eine materielle Prüfung der Gesetze vornehmen können. Hier brauchen die Mitglieder im Parlamentarischen Beirat aber dringend auch Zuarbeit, sei es entweder durch Aufstockung des Beiratssekretariats oder durch den wissenschaftlichen Dienst. Ich weiß natürlich im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, aber das erachte ich als ganz wesentlich, um hier im Parlament unserer Aufgabe gerecht zu werden. Und zweitens,
Wenn wir jetzt in der nächsten Sitzungswoche zusammenkommen, dann werden wir eine Woche lang debattieren, wofür wir das Geld ausgeben, wo es noch mehr sein könnte und wo vielleicht auch weniger ausgegeben werden soll oder könnte. Wichtig ist aber, dass wir weiterkommen, dass wir ein Controlling einführen, dass wir mit einem Spending Review uns auch wirklich anschauen, ob wir mit den verausgabten Mitteln auch einen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele wirklich auch erreichen. Da müssen wir hinkommen. Und drittens die Weiterentwicklung des parlamentarischen Beirats. Und Herr Brinkhaus, ich schaue jetzt Sie an. Ich weiß und ich mache auch aus meinen Sympathien für Aufwertung zum vollwertigen Ausschuss überhaupt keinen Hehl. Aber entscheidend ist, dass wir in dieser Legislaturperiode Nägel mit Köpfen machen, dass wir den PBNE in der Geschäftsordnung verankern, damit auch in der nächsten Legislaturperiode dieses Gremium von Anfang an seine Arbeit fortsetzen kann. Und noch wichtiger ist für mich der Punkt, Demokratie ist anstrengend, es ist Erfinden der Kompromisse und im Idealfall eine Konsensregelung. Und das haben uns die Stakeholder auch zurückgespiegelt, dass dieses Konsensprinzip im Nachhaltigkeitsbeirat einen ganz hohen Stellenwert hat. Und hier lade ich insbesondere die Union ein, dass wir gemeinsam als PBNE uns auch aktiv bei der Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie einbringen und positionieren. Vielen Dank und auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Felix Schreiner. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe ehrlicherweise die große Sorge, dass aus dieser Krise der Ampel mittlerweile eine große Vertrauenskrise auch für das Thema Nachhaltigkeit wird. Denn wenn wir ehrlich sind, erleben wir es alle in den letzten und vergangenen Wochen, wenn wir in den Wahlkreisen unterwegs sind. Noch nie war die Stimmung so schlecht. Die Zustimmung für diese Regierung ist am Boden. Ich glaube, wenn wir dieses Land nachhaltiger machen wollen, dann müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Wir dürfen keine Spaltung zulassen. Wir brauchen keine neuen Verbote. Nein, wir brauchen eine gute Politik, die Mehrheit der Menschen in diesem Land auch mitgeht, meine Damen und Herren. Und Sie schaffen es wie keine andere Regierung vor Ihnen. Sie streiten, sie misstrauen sich selbst untereinander, aber sie verunsichern die Menschen. Und das ist voranzustellen, wenn wir heute die Agenda 2030 beraten. Und wenn in dieser Woche und in den vergangenen Wochen die größten Demonstrationen im ganzen Land, zum Beispiel beim Thema Landwirtschaft, wir hatten und erlebt haben, dann ist es doch einfach nur traurig, wie sehr sie diese Proteste ignorieren. Gerade weil es bei den Landwirten in unserem Land um praktizierte Nachhaltigkeit geht, möchte ich betonen, dass unsere Bundestagsfraktion, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, steht an der Seite der Bäuerinnen und Bäuern im ganzen Land. Und seit jeher ist die Richtschnur bei unseren Landwirten mit Rücksicht auf die Natur genügend Nahrungsmittel zu produzieren, davon selbst zu leben. Aber eines sage ich Ihnen als Schwarzwälder, weil bei uns wird das seit Jahrhunderten praktiziert, dass man für die nächste Generation auch noch etwas übrig lässt, dass man etwas übergeben kann. Und dazu braucht es keine neuen Papiere, dazu braucht es keine neuen Gesetze. Nein, es ist das Generationen-Nachhaltigkeitsprinzip, das wir uns einfach mal wieder verinnerlichen müssen. Und Ähnliches gilt bei der Logistikbranche. Die Ampel schröpft die heimischen Betriebe mit einer Erhöhung der Lkw-Maut, einem erhöhten CO2-Preis. Aber anstatt die Mehreinnahmen bei der Lkw-Maut von über 8 Milliarden Euro für diese Transformation im Güter- und Logistikbereich zu nutzen, nehmen Sie 4 Milliarden Euro aus diesem Bereich in den allgemeinen Haushalt für allgemeine Wohlfühlprojekte. Das hat nichts mit Transformation und nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Abschließend zur Weiterentwicklung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung. Wir hätten uns als CSU-CSU-Bundestagsfraktion natürlich eine Aufwertung des Beirats gewünscht. Wir haben in den Arbeitsgruppen dafür votiert und uns dazu konstruktiv eingebracht. Wir müssen die Kontrolle über den Fortschritt der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie hier in unserem Parlament als Hauptaufgabe verstehen. Aber wenn wir nicht als Herzkammer der Demokratie
diese Nachhaltigkeitskontrollfunktion ausüben, dann wird das keiner tun. Angesichts dieser Defizite in dieser Bundesregierung beim Thema Nachhaltigkeit in unserem Land ist es deshalb umso wichtiger, umso dringlicher, dass wir dieses Thema mit einem ganz großen Stellenwert hier in dieses Haus zurückholen. Herzlichen Dank. Als Nächster hat das Wort für die Bundesregierung die Staatsministerin Sarah Rieglewski. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben in unserem Koalitionsvertrag ganz klar deutlich gemacht, Nachhaltigkeit, das ist das Leitprinzip unseres politischen Handelns. Und daran arbeiten wir ganz konkret. Und wer einmal in die Bilanz dessen reinschaut, was wir in dieser Legislaturperiode vorangebracht haben, natürlich, das kann keiner bestreiten, der Streit, den wir uns manchmal hingeben, der überlagert einiges. Aber auch objektive Studien haben ja auch gezeigt, dass wir hier vorankommen. Und ein gutes Beispiel ist das Thema Strombedarf. Mittlerweile wird mehr als die Hälfte des deutschen Strombedarfs 2023 aus regenerativen Quellen gewonnen. Und das ist ein Erfolg auch dieser Bundesregierung. Und auch das Deutschlandticket, mit dem Millionen Bürgerinnen und Bürger unterwegs sind, das hat der Mobilität in Deutschland, der nachhaltigen Mobilität, einen Schub gegeben zu mehr Nachhaltigkeit. Und auch das Bürgergeld, ich weiß, die Union, das ist eines ihrer Lieblingskritikthemen, ist ein Thema, was die soziale Dimension der Nachhaltigkeit in diesem Land deutlich vorangeht. Weil es geht mitnichten nur um die Höhe des Bürgergelds, das ist das, auf das Sie, was Sie sich jeweils immer fokussieren. Es geht darum, dass wir einen Vorrang einräumen für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt, so dass Menschen eben halt aus diesem unsäglichen Drehtüreffekt raus sind, einmal kurz in den Minijob rein und nach einem halben Jahr, wenn diese Tätigkeit nicht mehr notwendig ist, wieder raus. Das haben wir geändert. Das ist Nachhaltigkeit im besten Sinne. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben es schon deutlich gemacht, die Zeit drängt. Es sind nur noch 6 Jahre, um die Ziele der Agenda 2030 zu erreichen. Und dieser Herausforderung, der stellen wir uns als Bundesregierung. Und deshalb haben wir mit der Halbzeit der Agenda 2030, die auch mit der Halbzeit der Bundesregierung zusammenfiel, einen Beschluss gefasst mit dem Titel Mit Mut gemeinsam Zukunft gestalten, weiter Fahrt aufnehmen. Und ich bin sehr froh, dass wir auch heute darüber diskutieren können, weil bei einer Sache, da bin ich mir sehr einig, ich finde es wichtig, dass wir das Ganze auch im parlamentarischen Kontext diskutieren. Und deswegen bin ich auch über den wertvollen Austausch mit dem Parlamentarischen Beirat und Ihrer Arbeit auch sehr froh. Und in diesem Halbzeitbeschluss machen wir sehr konkret, was wir zum einen erreicht haben, weil wir eben auch das Problem haben, dass für viele Menschen Nachhaltigkeit immer noch ein sehr abstraktes Thema ist. Und wir machen deutlich, unser Regierungshandeln richtet sich in allen Bereichen auf das Thema Nachhaltigkeit aus. Das haben wir in diesem Beschluss dargestellt. Wir sind aber auch kritisch mit uns selbst und sagen, an welchen Stellen wir eben noch nachsteuern müssen. Und der Titel macht es bereits klar, wir wissen, wir brauchen mehr Tempo. Und das gilt zum einen für die nationale Ebene. Das ist mir ganz besonders wichtig. Die Agenda 2030 ist nicht nur etwas, was wir in der fernen Welt von einer Bedeutung haben, wo wir uns darum kümmern müssen, sondern es ist etwas, was unmittelbar etwas mit unserem Handeln hier in Deutschland auch zu tun hat. Das ist etwas, was wir deutlich machen müssen. Aber natürlich haben wir international große Herausforderungen. Und wir werden die Ziele der Agenda 2030 nur erreichen können, wenn wir hier auch wirklich fokussiert und konzentriert vorangehen. Und für diejenigen, die dieses ganze Konzept kritisch sehen und sagen, auch das Thema Entwicklungszusammenarbeit, die Kollegin Kofler wird sicherlich einiges dazu sagen, zu glauben, dass das etwas ist, was wir nur für andere tun, der glaubt auch, dass Deutschland eine Insel ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir profitieren davon, wenn es anderen besser geht, wenn wir eine Wirtschaftsarchitektur auch in der Welt haben, wo wir nicht von anderen nur nehmen, sondern wo wir auf Partnerschaftlichkeit setzen und auf Augenhöhe, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Und bei diesem Thema setzt die Weltgemeinschaft auf Deutschland. Das habe ich erleben können, als ich in New York war beim SDG-Gipfel. Wir merken, dass gerade auch die Vertreterinnen und Vertreter kleiner Staaten, wo es wirklich auch noch große Herausforderungen gibt, sehr stark auf Deutschland setzen, die sagen, wir möchten dieses Engagement eben nicht nur, weil es ums Geld geht, sondern weil ihr verlässliche und vertrauensvolle Partnerinnen und Partner sind. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, einen Appell möchte ich dann auch gerne richten. Lassen Sie uns dieses Vertrauen nicht verspielen, indem wir das Thema Entwicklungszusammenarbeit und die SDGs in Frage stellen. National werden wir neben der konkreten Arbeit in einzelnen Politikfeldern im Wesentlichen in diesem Jahr die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie fortentwickeln. Wir haben damit bereits begonnen. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier an unseren Veranstaltungen dazu teilgenommen haben. Und inhaltlich bleibt es natürlich, dass der Kampf gegen den Klimawandel, den menschengemachten Klimawandel, ein wichtiger Schwerpunkt der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie werden wird. Und das ist ja auch ein Thema, was uns alle unmittelbar auch persönlich betrifft. Wer, wie ich aus Norddeutschland kommt, der weiß, das Thema Starkregen ist eins, wo wir auch die Folgen des Klimawandels unmittelbar spüren. Und deswegen ist das für uns ein wichtiges Thema. Die nachhaltige Gesellschaft ist aber auch gleichzeitig eine resiliente Gesellschaft. Der Ausbau der erneuerbaren Energien, aber auch das wichtige Thema Kreislaufwirtschaft mit dem vielen Potenzial, was dahinter steckt, macht uns resilienter. Wir können Geschäftsmodelle aufbauen, die dafür sorgen, dass wir nicht nur unabhängiger von anderen und von den Rohstoffen anderer sind, sondern auch, dass wir eine eigene und wirklich auch wettbewerbsfähige Wirtschaft bleiben. Ein weiterer Aspekt, den wir stark machen wollen, ich habe es schon angedeutet, ist das Thema der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit. Nicht nur, weil das Thema Armut ein wichtiges SDG ist oder die Bekämpfung der Armut, sondern eben, weil wir auch sehen müssen, die soziale Dimension zieht sich auch durch, beispielsweise beim Thema Klimaschutz. Wir wissen, dass ärmere Menschen häufig höheren Umweltbelastungen ausgesetzt sind als reichere Menschen, und zwar auf sehr vielfältige Art und Weise. Sie wohnen beispielsweise oft in verkehrsreichen Straßen mit einer hohen Lärmbelastung und Umweltschäden. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, damit möchte ich zum Schluss kommen. Das ist genau das Wichtige, dass wir den roten Faden deutlich machen, dass wir deutlich machen, Nachhaltigkeit und die SDGs, das ist ein Mehrwert für uns alle. Und wenn es uns gelingt, dies umzusetzen und dies tatsächlich weiter in den Fokus unserer Politik zu stellen, dann werden wir nicht nur die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten, sondern ein besseres Leben, eine bessere Welt für alle schaffen. Herzlichen Dank. Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Dr. Rainer Kraft. Der ist hoch. Ja, passt. Ja, sehr geehrte Präsidentin, werte Kollegen, der Halbzeitbericht der Bundesregierung zur Agenda 2030 liest sich wie das Schlagwortregister der Nachhaltigkeitsstrategie. Jede Phrase, das heißt ja auch noch so abgedroschen, wird präsentiert, um die geplante vollumfassende Transformation zu rechtfertigen. Obwohl der Bericht die Halbzeitbilanz der Agenda 2030 mit seinen 17 Nachhaltigkeitszielen sein soll, argumentiert er entlang der 6 Kapitel der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Und dabei wird klar, dass es für Sie eigentlich nur ein einziges Thema gibt, die große, die grüne Transformation. Egal welches Kapitel, spätestens beim dritten Satz schwelgen Sie im Traum vom totalen Umbau der Gesellschaft. Während Sie Ihre Absichten in emotionalem Schönsprech zu verbergen suchen, tropft an vielen Stellen dennoch Ihre ungeschönte Klientelpolitik heraus. Sie sprechen von sozialer Gerechtigkeit und klopfen sich für das Bürgergeld auf die Schulter, ohne zu erkennen, dass jedem Euro aufwandslos ausgezahltem Bürgergeld die gleiche Summe unentlohnter Arbeit gegenübersteht, also dem staatlichen Zwang, nichts von den Früchten der eigenen Arbeit zu haben. Die Härten, die Sie dabei zumuten, verteilen Sie eben nicht gerecht, sondern entlang Ihrer politischen Klientelpolitik. Den Spediteuren werden höhere Steuern zugemutet, während Sie Ihre städtischen Klientel die Kosten für den ÖPNV aus eben diesem Steueraufkommen bezahlen wollen. Und das ist das Gegenteil von sozialer Gerechtigkeit, und damit ist es nicht im Sinne der sozialen Ziele der Agenda 2030. Weit außerhalb sozialer Gerechtigkeit ist auch die Verwendung der finanziellen Mittel. Den eigenen Bürgern werden immer neue Lasten auferlegt,
während ihre Spendabilität in der großen, weiten Welt keine Grenzen kennt. Und das Transparenzportal des BMZ listet ihre Verschwendung detailliert auf. Zum Beispiel 1,6 Milliarden Euro für palästinensische Gebiete, unter anderem für den Ausbau der Wasserversorgungsinfrastruktur, was nichts anderes ist als das Material für die von der Hamas auf Israel abgefeuerten Qassam-Raketen. Weitere 1,6 Milliarden Euro nach Serbien, unter anderem zur Förderung der Energieeffizienz öffentlicher Gebäude oder der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit im ländlichen Raum. Ja, das hätten unsere Landwirte auch gerne. Indien fliegt mit Chandrayaan 3 erfolgreich zum Mond. Herzlichen Glückwunsch dazu, tolle Leistung. Bekommt aber weiterhin 8,8 Milliarden Euro aus Deutschland geschenkt, während sie den Menschen in Deutschland den Lebensunterhalt, das Essen, Trinken, Wohnen und Reisen verteuern. Überhaupt hat die Verschwendungssucht der Regierung neue Höhen erreicht. Weist das Portal von 1973 bis 2000 ca. 500 Projekte aus, so sind es ab 2000 über 30.000 Projekte. Und aktuell laufen laut BMZ 8.095 Projekte. 8.095 Maßnahmen, mit denen Sie jetzt aktuell die Früchte der Arbeit von Angestellten, Arbeitern und Unternehmern freigebig in der Welt verteilen, während Sie für die Fleißigen in Deutschland ständig neue Härten schaffen. Sie stellen damit klar, an welcher Stelle für Sie Ihr Souverän, der deutsche Bürger, kommt. Da kommt nämlich nach all Ihren Verschwendungsprojekten an Stelle 8.096. 8.096. Meine Damen und Herren, der Halbzeitbericht liefert keine zufriedenstellenden Antworten auf die Frage, wie die Staatengemeinschaft als Ganzes die Ziele besser erreichen kann. Er unterstreicht die Einseitigkeit der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem er nahezu monokausal die klimatische Veränderung als Problemursache benennt und demzufolge nur die grüne Transformation mit all ihren ökonomischen und sozialen Verwerfungen als Lösung anbietet. Wenn Sie halt nur einen Hammer haben, sieht alles wie Sie aus wie ein Nagel. Sie machen keine Politik für die Menschen, für deren Wünsche, Hoffnungen und deren berechtigte Anliegen. Und als Folge davon wird es einsam um Sie, und die Wähler wenden sich einfach denjenigen zu, die diese Wünsche, Hoffnungen und Anliegen ernst nehmen. Und das ist derzeit ausschließlich die AfD. Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Knut Gerschau. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Nachhaltigkeit hat momentan eher das Zeug, zum Unwort des Jahrzehnts zu werden, denn es muss für vieles herhalten. Die globalen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 interpretieren viele anders. Gern wirft man ihnen vor, reines Gutmenschentum und weltfremd zu sein. Bei uns in Deutschland enden sie oft in übermäßiger Bürokratie. Und für Unternehmen sind sie seit der CSRD-Richtlinie eine zusätzliche lästige Berichtspflicht. Dadurch wird der positive Begriff Nachhaltigkeit leider unnötig belastet. Heute sind Nachhaltigkeitsbericht und Geschäftsbericht noch zwei unterschiedliche Dinge. Nachhaltigkeit wird leider mehr als Pflicht oder Luxus betrachtet, nicht als wirtschaftliche Chance. Dabei kann Nachhaltigkeit eine wirtschaftliche Erfolgsformel für Deutschland werden. Dafür brauchen wir Vertrauen in Technik, nicht Misstrauen. Dafür brauchen wir Transrapid und nicht zurück in Postkutsche und Entschleunigung. Erst wenn ressourceneffiziente, schadstoffarme und klimafreundliche Produkte zum Asset der Unternehmen werden, wenn sie Teil des wirtschaftlichen Erfolgs werden, dann bringt uns Nachhaltigkeit nicht erst in ferner Zukunft etwas, dann wird sie Arbeitsplatz und Wohlstandsgarant im Hier und Jetzt, nicht Jobvernichter und Bürokratiemonster, sondern Fachkräftemagnet und Exportschlager. Ein Beispiel: Das weltweite Marktvolumen für Umwelttechnik und Ressourceneffizienz wird sich bis 2025 voraussichtlich fast verdoppeln. Deutsche, insbesondere mittelständische Unternehmen, sind dabei gut aufgestellt. Aber sie setzen diese Lösungen in anderen Ländern um, weil allein die Genehmigung neuer umweltfreundlicher Produkte hierzulande leider länger dauert als deren Entwicklung.
Ein anderes Beispiel: In der größten Industrie Deutschlands, der Bau- und Immobilienbranche, kann Dekarbonisierung zum entscheidenden Wachstumstreiber werden. Dazu braucht es aber auch Unternehmen, die sich dafür den Hut aufsetzen, neue Materialien, Produkte und Services zu entwickeln und mit anderen Unternehmen gemeinsame Lösungen entwickeln. Nachhaltiges Bauen und nachhaltige Haustechnikprodukte können dafür sorgen, dass wir in diesen Bereichen unseren Exportanteil wieder steigern können. Also Nachhaltigkeit muss sich zum nachhaltigen Wachstumsmotor für unsere Wirtschaft entwickeln. Und die Ideen und Produkte dabei gibt es schon, die klugen Köpfe auch. Wir müssen die Unternehmen, die Menschen nur lassen. Indem wir Freiräume schaffen und nicht zusätzliche Vorschriften, und indem wir die Chancen im technischen Fortschritt sehen und nicht nur Missbrauchsrisiken. So kann Nachhaltigkeit wieder Spaß machen. In ihrem Bericht zur Halbzeit der Agenda 2030 hat die Bundesregierung vornehmlich die nationalen Anstrengungen in den Blick genommen. Ich möchte nun auch den Blick auf die entwicklungspolitische Seite lenken, denn dort ist die Bilanz sehr durchwachsen. Die 20er Jahre sollten eigentlich ein Jahrzehnt für die Entwicklung sein. Allerdings ist mindestens die Hälfte der Nachhaltigkeitsziele akut gefährdet. Aber bis 2030 sind es noch 6 Jahre. Das ist zumindest genug Zeit, um einen Teil des verlorenen Bodens wieder zurückzugewinnen. Dazu brauchen wir entschlossenes Handeln, sowohl in den Geberländern, aber auch in den Entwicklungsländern selbst. Wir brauchen allerdings keine Verteilung von Hilfsgeldern mit der Gießkanne. Wir benötigen eine grundsätzliche Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in den betroffenen Ländern. Dazu haben wir auch eine Reihe von Stellschrauben, Investitionen in klimaneutrale Energien wie Wasserstoff, denn anders wird der wachsende Energiebedarf in Afrika und Asien die Klimakrise eher noch beschleunigen. Wir brauchen die Sicherung eines regelbasierten und freien Handelssystems, genau wie im Bericht der Bundesregierung gefordert, eine Konzentration auf multilaterale Foren, denn die sind häufig effektiver als vereinzelte bilaterale Initiativen. Und vor allen Dingen brauchen wir Bildung, 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 denn eine gute Bildung und Ausbildung für junge Bevölkerung in unseren Partnerländern ist für eine eigenverantwortliche Entwicklung der Wirtschaft unverzichtbar. Sehr geehrte Damen und Herren, noch haben wir alle Chancen. Nutzen wir diese energisch und ohne Zeit zu verlieren. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Dr. Jan-Niklas Gesenius. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesen Stunden endet das Weltwirtschaftsforum in Davos, da wo sich die Staatenlenker, Wirtschaftslenker, Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler jährlich treffen. Und passend zur Jahrestagung bringt das Weltwirtschaftsforum auch immer einen Weltrisikoreport heraus. Und in diesem Weltrisikoreport werden immer die größten Krisen für Wirtschaft und Wohlstand auf unserem Planeten aufgelistet. Und entgegen der Thesen, die man hier so manchmal in diesem Haus hört und dem, was hier so manchmal suggeriert wird, sind die 4 größten Krisen für Wirtschaft und Wohlstand auf unserem Planeten in den nächsten 10 Jahren ökologische Krisen. Extremwetter, das Kollabieren der ökologischen Systeme, das Artenaussterben, der dramatische Ressourcenverzehr. Das sind die Hauptrisiken für Wirtschaft und Wohlstand auf unserer Erde. Und deswegen ist ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit, ein Beitrag zur Erreichung der Agenda 2030 immer auch ein Beitrag, um das Fundament unseres Wohlstands zu sichern, meine Damen und Herren. Um diese Risiken für unseren Wohlstand anzugehen, ist es wichtig, international zu handeln. Denn globale Herausforderungen brauchen globale Lösungen. Herr Gerschau hat vorhin auch schon darauf hingewiesen. Und ich bin dieser Bundesregierung ausgesprochen dankbar, dass sie diese globalen Lösungen auf den Weg bringt. Ich bin dankbar für den Beitrag der Bundesregierung zum Abschluss des Weltnaturschutzabkommens von Montreal. Ein Riesenerfolg. Ich bin dankbar für den Beitrag der Bundesregierung für den Abschluss des Welthochseeschutzabkommens. Und ich bin dankbar für den Beitrag zu den aktuell laufenden Verhandlungen für ein globales Abkommen gegen Plastikvermüllung, auch ein ganz wichtiger Schritt
zur Erreichung der Ziele der Agenda 2030. Meine Damen und Herren, völlig klar ist aber auch, Nachhaltigkeit werden wir nur erreichen in einer offenen, in einer demokratischen Gesellschaft. Und ich finde es großartig, wie sich Zehntausende Menschen im Moment in Deutschland, in allen Städten, dem Faschismus in den Weg stellen und auf die Straße gehen, um unsere freie Gesellschaft, um unsere Demokratie zu verteidigen. Und jetzt wird es darauf ankommen, meine Damen und Herren, dran zu bleiben, an der Kaffeetafel, am Arbeitsplatz, im Sportverein, sich jeden Tag den Feinden der Demokratie in den Weg zu stellen, den Feinden der Demokratie, die hier in den Reihen der AfD sitzen, meine Damen und Herren. Diese AfD, die Nazis in ihren Reihen toleriert, die sich trifft mit Nazis, um abstruse, menschenverachtende Deportationspläne zu schmieden. Diese AfD, die ein autoritäres Programm verfolgt, die im Übrigen mit ihrer EU-Feindschaft unsere Wirtschaft zugrunde richten würde, die mit ihrer Klimaignoranz unsere Lebensgrundlagen zerstören würde. Für alle mit einem Herz für Nachhaltigkeit. Und ich sage das ganz bewusst auch an die Kolleginnen und Kollegen aus der CDU-CSU-Fraktion. Diese rechtsextreme AfD darf niemals, ich wiederhole, niemals in Deutschland Regierungsverantwortung tragen. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Anja Weisgerber. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Nachhaltigkeit bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten künftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Nachhaltigkeit bedeutet aber auch, Wirtschaft, Soziales und Umweltschutz unter einen Hut zu bringen. Denn nur wenn wir diesen Dreiklang auch wirklich zusammendenken, nur wenn wir es schaffen, wirtschaftlich zu wachsen und gleichzeitig Ressourcen zu schonen, können wir widerstandsfähiger sein. Und nur dann schaffen wir das. Für unseren Wohlstand brauchen wir auch weiterhin Wachstum. Wir müssen dieses Wachstum aber nachhaltiger gestalten. Und genau das schafft die Ampel nicht, meine Damen und Herren. Als eines der wirtschaftlich leistungsfähigsten Länder der Welt steht Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern viel schlechter da. Andere Staaten Europas und der Welt performen deutlich besser und verzeichnen trotz Krisen noch ein Wirtschaftswachstum. Bei uns in Deutschland schlägt die Rezession aber voll zu. Und das liegt auch an der Politik der Bundesregierung. Das liegt auch an den Rahmenbedingungen, die die Politik setzt. Hohe Energiepreise, immer mehr Bürokratie und die Streichung von Förderprogrammen für den Umstieg auf klimafreundliche Technologien. All das belastet unsere Wirtschaft und die Menschen, meine Damen und Herren. Gerade jetzt wäre es wichtig, kluge und nachhaltige Entscheidungen zu treffen, die die kommenden Generationen in den Blick nehmen. Diese nachhaltigen Entscheidungen vermisse ich bei der Ampelregierung. Ihre Finanzpolitik ist nicht nachhaltig. Sie machen immer mehr Schulden und kürzen nicht da, wo es wirklich notwendig und sinnvoll wäre. Ihr Bürgergeld ist nicht nachhaltig. Anstelle Arbeitslose in den Job zu bringen, funktionieren Sie die Jobcenter zu Zahlstellen um. Und gleichzeitig erhöhen Sie das Bürgergeld auch noch um 12% in diesem Jahr. Auf der anderen Seite belasten Sie dann die Wirtschaft massiv und nehmen in Kauf, dass Höfe sterben und als Folge die heimische Nahrungsmittelproduktion in Gefahr gerät. Das passt nicht zusammen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel. Bei der Kreislaufwirtschaft, einem echten Zukunftsthema, das Ökonomie und Ökologie im Sinne des Prinzips der Nachhaltigkeit verbindet, haben Sie eine Leerstelle. Sie handeln hier viel zu zögerlich. Mit dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft
würden wir unabhängiger werden. Wir müssen noch dafür sorgen, dass die Rohstoffe, die bei uns im Land sind, recycelt werden. Genau das wäre nachhaltige Politik im Sinne der künftigen Generationen. Die Kreislaufwirtschaftsstrategie der Bundesregierung lässt aber weiterhin auf sich warten. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir teilen ausdrücklich die Ziele der Agenda 2030. Wir müssen aber auch die Politik, die hier im Hohen Haus gemacht wird, nachhaltiger gestalten. Mit dieser Bundesregierung schaffen wir das aber nicht. Wir von der Union könnten es besser. Als nächster hat das Wort für die Bundesregierung die parlamentarische Staatssekretärin Dr. Bärbel Kofler. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute die beiden Dimensionen der Nachhaltigkeitsstrategie der Vereinten Nationen, die nationale Umsetzung, die nationale Strategie und die internationale Dimension dieser Agenda. Es wurde von einigen Kolleginnen und Kollegen bereits gesagt, die Halbzeitbilanz ist ernüchternd. Sie fällt ernüchternd aus. Blicken wir in die Welt, sehen wir, 735 Millionen Menschen weltweit hungern. Das ist knapp jeder zehnte Mensch. Über 160 Millionen Kinder müssen weltweit arbeiten. Und es wurde auch bereits mehrfach von Kollegen gesagt, Klimawandel und Artensterben bedrohen unsere Lebensgrundlagen. Das ist Grund, mehr zu tun, mehr zu handeln. Denn die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung werden nirgends auf der Welt nach derzeitigem Stand erreicht, in anderen Ländern nicht und bei uns auch nicht. Das muss Grund sein für uns, jetzt, Staatsministerin Rydlewski hat es gesagt, den Turbo anzulegen und den Turbo einzulegen und zu handeln. Umso erschreckender ist es, dass wir mittlerweile in Deutschland eine Debatte führen, wo unser internationales Engagement, also das Engagement für die Nachhaltigkeitsziele, unser Engagement im Kampf gegen Hunger, Armut und Klimawandel infrage stellen. Das ist kurzsichtig. Globale Probleme machen nicht an nationalen Grenzen Halt. Und deshalb brauchen wir eine starke internationale Zusammenarbeit. Wir brauchen eine starke Entwicklungszusammenarbeit, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das war aus gutem Grund bisher auch immer Konsens bei den demokratischen Parteien in diesem Hause und in diesem Land. Umso befremdlicher ist es, dass dieser Konsens zurzeit unter Beschuss steht. Wir erleben Fehlinformationen. Wir haben auch heute wieder einige gehört hier. Wir hören das Ausspielen von internationalen Fragestellungen mit nationalen Fragestellungen, statt gemeinsam Lösungen für gemeinsame Probleme zu suchen. Dieser Tendenz müssen wir uns gemeinsam entschieden entgegenstellen. Entwicklungspolitik ist gut investiertes Geld, auch in die Zukunft der Wirtschaft, auch in die Zukunft der Menschen hier in Deutschland. Und dafür drei Beispiele. Erstens Klimaschutz. Wir haben über Extremwetterereignisse diskutiert. Wir haben sie erlebt. Ich bei mir in meinem Wahlkreis im Süden Deutschlands, aber insbesondere die Menschen im Ahrtal in unserem Land. Extremwetterereignisse aufgrund von Klimawandel sind globale Herausforderungen, denen wir global bekämpfen müssen. Wir müssen Maßnahmen bei uns in Deutschland ergreifen. Wir müssen aber auch mit anderen Ländern zusammenarbeiten, um dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Und ja, das kostet. Aber nichts tun kostet mehr. Die katastrophalen Folgen sehen wir auch in unserem eigenen Land und erleiden die Menschen in den Hochwassergebieten tagtäglich. Zweiter Punkt, die soziale Dimension der Nachhaltigkeit, auch im internationalen Bereich. Entwicklungspolitik trägt dazu bei, Menschen vor Ort besseres, menschenwürdigeres Leben zu ermöglichen, ihr Leben selbstbestimmt in Arbeit und Würde
voranbringen zu können. Das trägt zur Befriedung von Gesellschaften bei. Das trägt dazu bei, dass sich weniger Menschen auf die Flucht aufmachen müssen und trägt auch dazu bei, dass bei den Menschen, die momentan geflüchtet sind, die Aufnahmeregionen und die Aufnahmeländer eine bessere Perspektive finden. Das trägt zu Stabilisierung und Stabilität bei. Das ist doch im Interesse Deutschlands und Europas, zu einer friedlicheren und stabileren Welt beizutragen. Und wenn wir uns die dritte Dimension, die ökonomische Dimension der Nachhaltigkeitsziele ansehen, dann ist es genauso. Es gibt zig wissenschaftliche Studien, die belegen, dass wir gemeinsam hier in unserem Land unseren Wohlstand nur erhalten können, wenn wir mit anderen gute partnerschaftliche Beziehungen pflegen. Jeder zweite Euro in diesem Land wird durch den Export verdient. Wir brauchen dafür Verbündete, wir brauchen Handelspartner, aber wir brauchen vor allem andere Länder und andere Menschen, die Vertrauen in uns haben. Und Entwicklungszusammenarbeit schafft Brücken, baut Brücken in andere Regionen dieser Erde und steht für Vertrauen und Partnerschaft auf Augenhöhe mit den anderen Ländern dieser Erde. Und das nützt den Menschen auch hier. Denn was brauchen wir denn im ökonomischen Sinne? Wir brauchen stabile Lieferketten. Wir brauchen weiter die Möglichkeiten, als starkes Exportland agieren zu können. Ja, und wir brauchen auch Fachkräfte in unserem Land, die das Vertrauen haben, dass sie bei uns menschenwürdig aufgenommen werden und mit uns gemeinsam an unserem Wohlstand arbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese drei Beispiele gemäß den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, sozial, ökologisch und ökonomisch, zeigen, wir brauchen mehr internationale Zusammenarbeit. Wir brauchen mehr Entwicklungspolitik. Wir brauchen sie heute mehr denn je. Weitere Kürzungen in diesem Politikfeld stellen den Wohlstand in unserem Land infrage. Und dem stelle ich mich entschieden entgegen. Wir brauchen nicht weniger, wir brauchen mehr internationale Zusammenarbeit. Danke. Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Albrecht Glaser. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Aldous Huxley, ein ähnlich großer Kopf wie sein Freund Orwell, hat im letzten Jahrhundert sinngemäß gesagt, wenn wir das Bevölkerungsproblem nicht lösen, werden alle unsere anderen Probleme unlösbar. Heumar von Dietfurt hat in den 80er Jahren geschrieben, ich zitiere mit Erlaubnis, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass in den Medien präsentierte Katastrophenszenarien wie Klimawandel und Nahrungsmittelkrisen ausnahmslos Sekundärprobleme sind. Zitat Ende. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts betrug die Weltbevölkerung rund 1,5 Milliarden Menschen, nicht viel mehr als 1800. 1925 zu Huxleys Zeit 2 Milliarden, 1960 3, 2006, 2023 8 und in der mittleren Prognosevariante der UN für 2050 10 Milliarden. Allein die Bevölkerung Afrikas wird sich von 1,3 Milliarden in der Jetztzeit bis 2050 auf 2,5 Milliarden verdoppeln. Nigeria wird am Ende dieses Jahrhunderts das bevölkerungsreichste Land der Erde sein. Was das für Nachhaltigkeitsziele, kein Hunger, keine Armut, bezahlbare, saubere Energie, menschenwürdige Arbeit bedeutet, meine Damen und Herren, kann man sich an einer Hand an den Fingern abzählen. Und was das nebenbei für die Migration bedeutet, auch. Dennoch kommt das Bevölkerungsproblem weder in der Agenda 2030 der UN noch im Arbeitsprogramm der EU zur Agenda vor. Und dies gilt auch natürlich für diesen Bericht zur Halbzeit der UN-Resolution der Bundesregierung. Stattdessen lesen wir unter menschlichem Wohlbefinden, Zitat, wir wollen die gesellschaftliche Teilhabe stärken. Das meint bestimmt die Einführung von Volksbegehren. Alle Arten von Bildung, insbesondere die Gender-Transformative, soll weltweit gestärkt werden. Es fallen einem die deutschen PISA-Ergebnisse ein. Es kommt eine Strategie gegen Einsamkeit vor, die man erarbeiten wolle.
Es kommt Green Culture vor. Es kommt die zirkuläre Wirtschaft, wahrscheinlich die 360-Grad-Variante, vor. Es kommt Wirtschaftswachstum vor, das vom Rohstoffverbrauch entkoppelt ist. Dazu fällt einem die Lithiumgewinnung für Millionen von E-Fahrzeugen ein. Mit Stolz wird von der Einhaltung der regulären Kreditobergrenze 23 gesprochen in dem Bericht vom Oktober vergangenen Jahres. Die Aussage stammt von vor ein paar Wochen und sie hat sich inzwischen bereits erledigt. Für ein gutes Leben in Deutschland brauche es eine gesellschaftliche Transformation, schreibt die Regierung am Ende. Wenn eine Regierung und ein Staat eine Gesellschaft transformieren wollen, meine Damen und Herren, dann ist das Totalitarismus. Wenn eine Gesellschaft sich einen Staatbach schafft, dann ist das Demokratie. Diese Lektion müssen diese Regierung und diese tragenden Parteien erst noch lernen. Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Nils Gründer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich bin damals zu den jungen Liberalen gegangen, weil mir das Thema Sicherheit am wichtigsten war. Ich habe mit Flüchtlingen ehrenamtlich gearbeitet und habe gesehen, welche Folgen es haben kann, wenn man kein sicheres Zuhause hat und wie wertvoll es ist, wenn man es hat. Wenn ich jetzt aber an die Zukunft denke oder auch in die Frage, in welche Zukunft man zukünftige Kinder setzt, weiß ich noch, dass wir alle zusammen hier im Raum ganz schön viel zu tun haben. Viel zu lange nämlich wurden Nachhaltigkeit und Sicherheit nicht zusammengedacht. Die tragischen Folgen davon, die sehen wir tagtäglich in der Ukraine. Und eben weil die internationale Sicherheitsarchitektur zu fragil ist und weil wir Aggressoren und Terroristen in Zukunft den Spielraum nehmen müssen, ist das der Kern der Agenda der nächsten Jahre. Ein konkretes Beispiel, woran wir das sehen können, ist zum Beispiel die Arktis. Heute in der Nachhaltigkeitsdebatte finde ich es passend, weil genau die Arktis ein Symbol für die Politikfelder aus Sicherheits-, Klima- und wirtschaftspolitischen Interessen darstellt. Und wir müssen anfangen, endlich all diese Politikfelder zusammenzudenken. Das wäre nämlich mal nachhaltig. Das Nordpolarmeer könnte laut Experten bereits in 10 Jahren, also ab 2035, in den Sommermonaten komplett eisfrei sein. Das bedeutet einen Wegfall der Lebensgrundlagen, die Biodiversität und einen Kipppunkt für unser Weltklima. Und immer mehr wird die Region dort deshalb auch zum Schaulaufen der Großmächte. Russland baut seine militärische Präsenz dort massiv aus. Das sieht man zum Beispiel an der immer größer werdenden Eisbrecherflotte dort. China bezeichnet sich auf einmal als arktisnaher Staat. Das Interesse an den Ressourcen und den neuen Seewegen, die durch das Abschmelzen des Eises entstehen, ist offensichtlich. Also wir müssen uns auch mal mit der Frage auseinandersetzen, was machen wir eigentlich, wenn dort kein Eis mehr ist? Wie schützen wir dort eigentlich die Seewege? Hier im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung kontrollieren wir als Abgeordnete die Fortschritte in der Nachhaltigkeit. Und ich finde es besonders schön, dass das auch weitestgehend immer im Konsens passiert und über Legislaturperioden hinweg und wir dabei nicht in Parteitaktik verfallen. Als jemand, der in seinen 20ern ist, kann ich sagen, es ist nur fair und auch gerecht meiner und den kommenden Generationen gegenüber, dass wir ein intaktes System und eine intakte Gesellschaft hinterlassen. Es ist vor allem auch eine Frage des Respekts vor unseren Bedürfnissen, vor unseren Rechten, aber vor allem vor unseren Möglichkeiten in der Zukunft. Und die nach mir, die Sintflut-Mentalität, die hat in diesem Land noch nie jemandem irgendwas genützt und wird es auch in Zukunft nicht nützen. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Johannes Wagner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, ist dieses Glas halb voll oder halb leer? Die Halbzeitbilanz der Agenda 2030 scheint auf den ersten Blick ernüchternd. Aber ich würde argumentieren,
Das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll. Ja, wir sind bei den Nachhaltigkeitszielen nicht da, wo wir sein wollen. Aber gleichzeitig haben wir schon sehr viel geschafft. Das Glas ist halb voll, wenn wir uns zum Beispiel vor Augen führen, dass wir letztes Jahr so wenig Kohle verstromt haben wie zuletzt im Jahr 1959. Und das trotz des russischen Angriffskrieges und trotz dem längst überfälligen Atomausstieg. Das ist ein gigantischer Erfolg dieser Bundesregierung und unseres Wirtschaftsministers. Das Glas ist halb voll, wenn wir auf die Weltklimakonferenz schauen. Endlich wurden die Folgen der Klimakrise auf unsere Gesundheit gemeinsam festgehalten. Und wir haben die Abkehr von fossilen Energien beschlossen. Eine Priorität und ein Erfolg deutscher Außenpolitik. Aber auch wenn das Glas halb voll ist, es bleibt noch viel zu tun. Würden alle Menschen so leben wie wir in Deutschland, bräuchten wir eigentlich drei Erden. Wir haben aber keine drei Erden. Wir haben nur eine Erde. Deswegen müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir im Einklang mit den planetaren Grenzen gut leben, gerecht den zukünftigen Generationen gegenüber? Wie können wir ein Wirtschaftssystem schaffen, das einberechnet, dass natürliche Ressourcen endlich sind? Wir haben also noch viel nachzuholen, aber auch so viel zu gewinnen. Die Agenda 2030 zu erreichen bedeutet globale Gerechtigkeit, globale Gesundheit, ein lebenswerter Planet. Die letzten Tage wurde auf Twitter wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben. In Peru wurden mit deutschen Entwicklungsgeldern Radwege gebaut. Darüber regten sich die Rechten auf. Dabei ist das doch ein super Beispiel, wie wir die Agenda 2030 erreichen können. Denn erstens handelt es sich dabei nicht um Zuschüsse, sondern um Kredite, die zurückgezahlt werden, also eine Art nachhaltiges Investment. Und zweitens, eine umweltfreundliche Infrastruktur nutzt auch uns. So wie jede einzelne Klimaschutzmaßnahme weltweit auch uns in Deutschland nutzt. Wir alle, auch in Deutschland, profitieren von einer Welt, in der alle Menschen gerecht und gesund leben können. Und das idealerweise natürlich mit Radwegen, egal ob in Peru oder hier bei uns, auch in Berlin, wo wir in puncto Radwegen wohl noch einiges an Entwicklungshilfe gut gebrauchen könnten. Zum Abschluss möchte ich ein SDG besonders hervorheben, das Ziel Nummer 16, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Wenn sich VertreterInnen einer politischen Partei mit Rechtsextremen und Faschisten treffen, um Grundrechte abzubauen und zu planen, wie man Millionen von Menschen deportieren kann, dann höhlt das unsere demokratischen Institutionen aus. Das dürfen wir nicht zulassen. Nie wieder. Aber, liebe Kolleginnen, um mit einer positiven Note zu enden, das Glas ist auch dann halb voll, wenn ich mir anschaue, wie viele tausend Menschen in den letzten Tagen auf die Straße gegangen sind, um unsere Demokratie zu verteidigen. Vielen Dank dafür und lassen Sie uns gemeinsam dafür kämpfen. Dankeschön. Als nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Wolfgang Stefinger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 17 Nachhaltigkeitsziele sind eine Richtschnur und auch ein Handlungsauftrag für die Politik. Und gerade auch im internationalen Bereich, im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, geben sie die Richtung vor. Wenn wir uns die Ziele anschauen, keine Armut, kein Hunger, sauberes Wasser, Arbeit und Wirtschaftswachstum, Frieden, dann sehen wir, es gibt noch viel zu tun und die Zielerreichung bis 2030 ist schwierig, wenn nicht sogar in manchen Dingen unmöglich. Aber wir dürfen uns hier auch nicht entmutigen lassen. Klar muss sein, dass eine Vielzahl der Themen, über die wir hier auch diskutieren, nur international lösbar
sind. Und deswegen ist diese Zusammenarbeit auch entsprechend wichtig. Und Frau Staatssekretärin Kofler, Sie haben es angesprochen, es braucht die internationale Zusammenarbeit. Aber gerade deswegen verstehe ich nicht, warum diese Bundesregierung die größten Kürzungen in diesem Bereich in der Geschichte dieses Landes vornimmt. Und wenn man weniger Geld zur Verfügung hat, dann muss man die Prioritäten anders setzen. Wir würden einen Schwerpunkt setzen auf den Bereich Lebensgrundlagen verbessern, Armut und Hunger bekämpfen und, Frau Innenministerin, auch auf den Schwerpunkt Fluchtursachen bekämpfen. Das wäre unser Schwerpunkt im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung. Und wie kann man das am besten machen? Indem man Jobs und Wirtschaftswachstum in diese Länder bringt, dass wir eine strategische Zusammenarbeit aufbauen, dass wir im Bereich Ressourcen, Rohstoffmanagement, im Bereich Infrastruktur hier zusammenarbeiten. Aber es ist leider zu erkennen, dass das Thema Wirtschaftspolitik in dieser Regierung eine Leerstelle ist. Der Titel wirtschaftliche Zusammenarbeit ist gekürzt worden in der Vergangenheit. Und er wird noch weiter gekürzt werden. Und wenn ich das richtig höre, dann soll er jetzt auch noch für Gewerkschaften geöffnet werden. Ich möchte sehen, ob eine Gewerkschaft in einem Entwicklungsland einen Job schaffen wird. Da bin ich wirklich gespannt, wenn das so passiert. Und auch beim Thema Klimaschutz und Umweltschutz, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben wir ehrlicherweise ein Stück weit eine Leerstelle. Wir müssen uns den internationalen Waldschutz vornehmen. Jeder Euro ist dort 10-mal besser investiert als in einem Heizungsverbotsgesetz, das die Leute zwingt, hier die Heizungen auszubauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Kongo-Becken zu schützen, den Amazonas zu schützen, die Länder beim Aufbau einer klimaneutralen Wirtschaft und Energieversorgung zu unterstützen, bringt fürs Klima und für die Nachhaltigkeit weitaus mehr. Und lassen Sie mich, Frau Präsidentin, noch einen Satz sagen, weil das auch im Bericht drin steht, zur feministischen Entwicklungspolitik. Hunger ist eine Frage des Geschlechtes. Wenn Sie tatsächlich feministische Entwicklungspolitik machen wollen, bekämpfen Sie bitte den Hunger. 60% der Hungernden sind Frauen und Mädchen. Und ich kann Ihnen nur eines sagen, von Ideologie werden die Menschen nicht satt. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Jakob Blankenburg. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit wir in Deutschland dauerhaft gut leben können, dafür braucht es eine umfassende Transformation, wirtschaftlich, aber eben auch gesellschaftlich. In dem hier heute zur Debatte stehenden Papier zur Halbzeit der Agenda 2030, das skizziert die Bundesregierung die Schwerpunkte ihrer aktuellen, aber auch ihrer zukünftigen Nachhaltigkeitspolitik. Sie erläutert eben ganz genau, wie eben diese Transformation gelingen soll, wo es hingehen soll. Dabei formuliert sie den Anspruch, Nachhaltigkeit deutlich weiter zu denken als nur in Bezug auf die Umwelt- und Klimapolitik. Das Ziel ist es, den Zusammenhang von Gesundheit und Wohlbefinden, von Ökologie und sozialer Gerechtigkeit ressortübergreifend zu denken und voranzubringen. Und diesem Ziel, den schließen sich meine Fraktion und ich auch ausdrücklich an. Aber wir müssen auch so ehrlich sein, das haben wir heute in der Debatte schon einige Male gehört, beim Erreichen dieser Ziele, da haben wir noch deutliche Reserven. Während wir bei der ökologischen Transformation in vielen Bereichen deutliche Fortschritte machen, machen mir manche Indikatoren aus der sozialen Nachhaltigkeit noch deutlich größere Bauchschmerzen. Einige Beispiele. Die Zahl der jungen Menschen ohne Schulabschluss steigt, anstatt zu sinken. Die Ziele der Reduktion der vorzeitigen Sterblichkeit von Männern und Frauen werden deutlich verfehlt. Die Ganztagsbetreuung von kleinen Kindern hat sich zwar verbessert, bleibt aber weiter hinter unseren Zielwerten zurück. Um tatsächlich in allen diesen Dimensionen der Nachhaltigkeit voranzukommen, der ökologischen, der ökonomischen, aber auch der sozialen, arbeitet die Bundesregierung aktuell im Austausch mit vielen unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren sowie Bürgerinnen und Bürgern an der Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie. Das Ergebnis soll dann Ende dieses Jahres vorliegen.
Und auch mit uns, mit dem Deutschen Bundestag, da ist die Bundesregierung dazu im Dialog. Liebe Staatsministerin Rieglewski, ich freue mich, dass Sie heute uns auch zu Beginn dieser Debatte Einblicke in die Weiterentwicklung eben dieser Strategie gegeben haben. Und auch bei uns im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung, in dem ich die SPD-Fraktion als Obmann und Sprecher vertrete, da sind wir regelmäßig mit Ihnen, Frau Staatsministerin, aber auch mit anderen Vertreterinnen und Vertretern der Bundesregierung dazu im Gespräch. Das ist gut und wertvoll. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage es auch ganz offen, es bedarf einer intensiven Beschäftigung des gesamten Hauses mit der Fortschreibung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie, wenn wir sie wirklich zum Leben erwecken wollen. Nachhaltigkeit darf eben nicht nur bei uns im Parlamentarischen Beirat auf der Agenda stehen. Es ist ein Schwerpunktthema, ein Querschnittsthema und sollte auch deshalb in allen Ausschüssen intensiv diskutiert werden. Wir Mitglieder im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung, wir werben in den Reden hier einmal quer durch die demokratischen Fraktionen intensiv dafür und arbeiten daran, dass das Thema Nachhaltigkeit und auch der Beirat selber hier bei uns im Bundestag sichtbarer werden. Die heutige Debatte, die ist aus meiner Sicht schon ein sehr guter Anfang dafür. Und es freut mich, dass wir hierfür auch ein Positionspapier vorlegen konnten, das Vorschläge macht, wie die Arbeit des Beirats noch effizienter ausgestaltet werden, aber auch noch wirksamer in die Öffentlichkeit getragen werden kann. Diese Vorschläge, die haben wir in einem breiten Konsens der demokratischen Fraktion gemeinsam ausgehandelt. Für die Umsetzung brauchen wir aber nun den Veränderungswillen des gesamten Hauses. Dabei zähle ich auf Ihre Unterstützung, liebe Kolleginnen und Kollegen, und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Volker Meyer-Ley. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, der Halbzeitbericht der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung, der wartet ja mit so mancher Überraschung auf und erheitert einen an vielen Stellen schon beim Lesen. Ganz besonders viel Freude hatte ich bei Ziffer 8 Ihres Berichts, nämlich zur nachhaltigen Finanzpolitik. Sie sprechen allen Ernstes davon, die finanzpolitische Handlungsfähigkeit zu stärken und das Vertrauen der Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen in den Staat zu fördern. Da muss man sich schon fragen, ist es noch Ironie oder Ihre besondere Art von Humor oder ist es einfach nur noch Traumtänzerei, meine Damen und Herren? In der jetzigen Situation, in diesem Land von gefördertem Vertrauen der Menschen in den Staat zu sprechen, hat mit der Realität überhaupt nichts mehr zu tun. Sie erschüttern mit jeder Woche erneut das Vertrauen der Menschen in den Staat und in die Politik insgesamt. Sie ziehen Ihr Ding durch ohne Rücksicht auf Verluste. Sie stellen einen verfassungswidrigen Haushalt auf und anstatt Ihre unwirksamen finanziellen Wohltaten mit der Gießkanne einzustellen, da streichen Sie Förderungen, erhöhen die Steuern und machen das Leben der Menschen noch viel, viel teurer. Und das ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit, das ist Beliebigkeit, meine Damen und Herren. Und dann allen Ernstes zu behaupten, Sie würden mit Ihrer Finanzpolitik das Vertrauen der Menschen in den Staat fördern. Was glauben Sie denn, warum hier Hunderttausende von Menschen auf die Straße gehen, weil das Vertrauen in die Politik so groß ist? Entschuldigung, aber ich glaube, Sie haben da irgendwas verpasst. Wir erleben den allergrößten Vertrauensverlust in die Politik seit zig Jahren. Und Sie merken das nicht mal. Wie weit haben Sie sich von den Menschen entfernt, meine Damen und Herren? Wir haben schon ein paar Mal gehört heute, die drei Säulen der Nachhaltigkeit sind das Soziale, die Ökologie und die Ökonomie. Und bei der Ampel scheint mir da aber irgendwas durcheinander gekommen zu sein. Bei Ihnen sind es eher die Fantasie, die Ideologie und die Utopie, meine Damen und Herren. Nachhaltig wäre eine Finanzpolitik, über die ich spreche, von der Mensch, Umwelt und Wirtschaft gleichermaßen profitieren. Aber unsere Betriebe verlassen das Land, die Insolvenzen steigen, die Wirtschaft schrumpft und unsere Unternehmen, aber auch die Landwirtschaft sind nicht mehr konkurrenzfähig. Und das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Und wenn Sie dann glauben, Hunderttausende von Menschen, die für eine bessere,
gerechtere und bezahlbare Politik auf die Straße gehen. Die hätten sich verrannt und müssten umkehren. Dann rufe ich Ihnen zu, wenn Ihnen auf der Autobahn Tausende von Fahrzeugen entgegenkommen, dann sind Sie selbst die Geisterfahrer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also tun Sie dem Land einen Gefallen und kehren Sie um, bevor es zu spät ist. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort der fraktionslose Abgeordnete Bernd Rixinger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es ist bezeichnend, dass der Bericht der Bundesregierung keinen einzigen Satz zur schreiend ungerechten Verteilung von Einkommen und Vermögen enthält. In einer Zeit, in der Milliardäre ihr Vermögen und Konzerne ihre Gewinne in unfassbaren Dimensionen vermehren, während die Löhne hinterherhinken, im sozialen Bereich gekürzt wird und wichtige Zukunftsinvestitionen auf der Strecke bleiben, ist das mehr als ein kleines Versäumnis. Solange Sie nicht den Mut haben, Milliardäre, Konzerne und Superreiche gerecht zu besteuern, um die dringenden Zukunftsaufgaben zu finanzieren, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn viele Menschen sauer sind und auf die Straße gehen. Der Bericht macht vor allem deutlich, dass diese Bundesregierung groß im Ankündigen, aber schlecht im Umsetzen ist. Dass Sie versuchen, die Lage im eigenen Land schönzureden, wird der tatsächlichen Lebenslage vieler Menschen und der wachsenden Probleme und Krisen nicht gerecht. Selbst gemessen an den offiziellen Indikatoren für Nachhaltigkeit läuft es bei Bildung, Verkehr und Umwelt schlecht. Auch weitere Ziele werden nicht erreicht. An einigen Stellen ist der Bericht durch die vergangenen Monate zur Realsatire geworden. Da reden Sie von Verbesserungen beim Bürgergeld, die mittlerweile in Frage gestellt sind. Da loben Sie sich für das 49-Euro-Ticket und verweigern eine klare Finanzierungszusage. Da schreiben Sie von der Förderung des Radverkehrs und streichen die Mittel dafür massiv zusammen. Es ist doch absurd, die unsinnige und investitionshemmende Schuldenbremse mit aller Gewalt aufrechtzuerhalten und auf Steuergerechtigkeit zu verzichten, selbst wenn der soziale Zusammenhalt gefährdet wird. Wenn die selbsternannte Fortschrittskoalition die Kurve kriegen will, muss sie die Kreditbeschränkungen aussetzen, die Aufrüstung stoppen und endlich Superreiche und Milliardäre gerecht besteuern. Als Nächste hat das Wort für die SPD-Fraktion Tina Rudolph. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dieser Pin mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, wenn ich den im Wahlkreis trage, dann werde ich oft gefragt, was diese Farben eigentlich bedeuten. Und das ist immer eine wunderbare Möglichkeit zu erklären, dass hinter diesen 17 Farben der Anspruch steht, den sowohl wir als auch die Regierungen weltweit gegen ihre Bürgerinnen und Bürger sich versprochen haben, in verschiedensten Lebensbereichen das Leben für die Menschen besser zu machen. Und diese Bereiche reichen eben davon, zu versprechen, dass wir Gesundheit, Bildung, keinen Hunger, keine Armut, aber auch menschenwürdige Arbeit, gute Arbeitsbedingungen, eine saubere Umwelt, nachhaltige Stadtentwicklung, aber auch Frieden und Gerechtigkeit, dass das der Anspruch ist, dass das diese Felder sind, in denen wir jeden Tag, jedes Jahr besser werden wollen und müssen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger hier in Deutschland, aber auch weltweit. Und an einem Tag wie heute, wo wir die
das, was wir erreicht haben in Bezug auf die Agenda 2030, Revue passieren lassen und indem wir uns hier auch ehrlich machen müssen, dass wir in vielen Bereichen noch nicht das erreicht haben, was wir erreichen wollen und dass wir da in Deutschland nicht alleine dastehen. Das muss genau der Moment sein, wo wir uns noch intensiver versprechen, an diesen Punkten zu arbeiten. Und ich glaube, es mangelt nicht in diesem Haus, dass wir uns einig sind, dass wir hier einen Zahn zulegen müssen, dass es das ist, was wir den Bürgerinnen und den Bürgern schulden. Und gleichzeitig kann ich in dieser Debatte bei den Wortbeiträgen, die hier auch gekommen sind, nicht umhin, auch noch mal auf das Thema Akzeptanz zu sprechen zu kommen. Und das ist uns ja bewusst, dass in Zeiten wie diesen die Menschen auch von uns das klare Versprechen brauchen, dass Nachhaltigkeit mehr ist als die Debatte über Müllvermeidung, über Blühstreifen und über all diese Themen. Das gehört auch dazu. Das sind auch Aspekte der ökologischen Nachhaltigkeit. Aber es ist eben mehr. Es geht auch darum, und wenn Sie den Indikatorenbericht sich anschauen, übrigens, Herr Rixinger, auch an Sie der Tipp, da steht durchaus zu diesen Themen ja auch was drin, dann findet man da auch, dass eins der Versprechen ist, dass die Lebenserwartung und die vorzeitige Sterblichkeit in diesem Land, dass das unser Anspruch ist, die vorzeitige Sterblichkeit zu senken und die Lebenserwartung zu erhöhen. Und hier haben wir zum Beispiel auch in Deutschland ganz klar Nachholbedarf. Wir sind eins der Bruttoinlandsprodukt stärksten Länder und stehen an dieser Stelle eben nicht an dem Punkt, an dem wir stehen könnten und sollten. Und hier müssen wir besser werden und hier müssen wir vor allem das Versprechen einlösen, dass ein Fortschritt allen zugutekommt und dass wir eben die Streuung, die wir in solchen Werten auch verzeichnen, dass eine gesteigerte Lebenserwartung eben trotzdem bedeuten kann, dass aufgrund von Armut, aufgrund von fehlenden Lebenschancen, aufgrund von fehlender Bildung, aufgrund deswegen auch von fehlendem Zugang zur Gesundheitsversorgung viele Menschen eben bis zu 10 Jahre weniger Lebenserwartung haben. Das muss unser klares Versprechen sein, dass wir hier dran arbeiten. Und jetzt schaffe ich es leider nicht, auf noch mehr Aspekte einzugehen. Deswegen wollte ich das als ein großes Beispiel stehen lassen. Bedanke mich bei Ihnen, Frau Staatsministerin, und bei allen, die beteiligt sind. Und möchte einfach den Bürgerinnen und Bürgern noch sagen, es ist unser Anspruch, diese Farben für Sie, für euch mit Leben zu füllen. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Alexander Engelhardt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Proteste der Bauern in diesen Wochen im ganzen Land zeigen, wie ernst die Lage in Deutschland ist. Mit dem heute debattierten Bericht der Bundesregierung sehen wir einmal mehr, dass der Dreiklang der Nachhaltigkeit nicht stattfindet. Ihre Politik ist sozial einseitig, ökonomisch nicht erfolgreich und nicht einmal ökologisch geht es voran. Durch die finanziellen Kürzungen im Bereich der Landwirtschaft sorgen Sie mit den daraus entstehenden Existenzsorgen bei den Bäuerinnen und Bauern für weitere psychologische Belastungen. Sie stellen die Menschen schlechter, die 7 Tage die Woche oft 70 Stunden arbeiten. Ihr Problem ist, dass Sie das Bruttoeinkommen eines Selbstständigen, der davon alle Sozial- und Vorsorgeausgaben sowie Zukunftsinvestitionen bezahlen muss, nicht in ein sozial gerechtes Verhältnis setzen können. Mit der Steuererhöhung beim Agrardiesel und der Senkung der pauschalierten Umsatzsteuer, um nur 2 Beispiele zu nennen, schwächen Sie die Landwirtschaft in ihrer Zukunftsperspektive. Die kleinbäuerliche Landwirtschaft belasten Sie damit am meisten konventionell wie ökologisch. Auch bei Ihrem vermeintlichen Schwerpunkt der Ökologie wird es nicht besser, sondern schlechter. Beispiel dafür ist die Streichung des Sonderrahmenplans, Maßnahmen des Ökolandbaus und der biologischen Vielfalt. Außerdem schädigen Sie die ökologische Dimension von Nachhaltigkeit, wenn Sie durch Ihre verfehlte Politik die Nahrungsmittelproduktion ins Ausland treiben. Längere Transportwege und ein meist größerer CO2-Fußabdruck sind die Konsequenz. Und das nicht genug. Oft müssen auf den Äckern im Ausland mehr Ressourcen eingesetzt werden, um die gleiche Menge an Nahrungsmitteln zu produzieren. Wir leben in Deutschland an einem Gunststandort und sind damit gesegnet, regionale, hochwertige Nahrungsmittel für eine vollwertige Ernährung der Menschen produzieren zu können. Ernährungssicherheit ist Kernaufgabe eines Staates.
Das war bis jetzt selbstverständlich. Sorgen Sie dafür, dass das so bleibt. Die Landwirtschaft kann und will Nachhaltigkeit. Unterstützen Sie sie dabei, anstatt sie zu behindern. Vielen Dank. Als nächster hat das Wort der fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, so wie Deutschland die UNO-Agenda 2030 mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen praktisch umsetzt, kann man zur Halbzeit nur von einer Bilanz des Schreckens sprechen. Was ist seit 2015 passiert? Weitere illegale Masseneinwanderung in die Sozialsysteme, Genderwahnsinn und Bildungsmisere, schrittweise Zerstörung unseres Mittelstands durch Überregulierung und Konzernprivilegien, statt grünem Wirtschaftswunder Deindustrialisierung, Rekordinflation und Minuswachstum, statt günstiger und sauberer Energie die höchsten Strom- und Energiepreise der Welt. Grüner Wasserstoff ist jetzt das nächste Heilsversprechen der Grünen, die als Lösung für die selbstverursachte Energiekrise verkauft wird. Sämtliche Wasserstoffpilotprojekte wie das sogenannte Zitat Reallabor Westküste 100 zur Dekarbonisierung der Raffinerie Heide wurden trotz hoher Fördermittelzusagen vom Betreiberkonsortium noch vor dem ersten Spatenstich wegen zu hoher Kosten abgeblasen. Nichts passiert, Millionen abgefasst, abgeblasen. Damit ist auch das angeschlossene Projekt Grünes Heizen gestorben. Genauso scheiterten die beiden in Großbritannien geplanten Wasserstoffdörfer an der Wirklichkeit. Die Vorstellung, mit grünem Wasserstoff Stahl zu produzieren, taugt bestenfalls als Vorlage für ein neues Kinderbuch. Herr Habeck sagte, bei Anne Will die Ampel sei von der Wirklichkeit umzingelt. So ist es, wenn grüne Utopien auf die Realität treffen. Mein Fazit. Ja zur Nachhaltigkeit, aber Sie können das gar nicht. Sie wissen nichts darüber. Und nein zum Abmarsch in eine Gebots- und Verbotswirtschaft. Und nein zum Totalitarismus. Nein zur totalen Transformation unserer Gesellschaft in eine Diktatur, wo die Grünen am Ende bestimmen, was der einzelne Bürger noch darf und nicht darf. In Deutschland brauchen wir keine Diktatur, sondern eine Demokratie auf der Grundlage des Grundgesetzes, die für alle gleichermaßen ist, und keine solchen Hetzreden, wie ich die hier heute gehört habe. Vielen Dank. Als nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Ralf Brinkhaus. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Gut ist, dass fast alle Redner sich heute ernsthaft und sachlich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt haben. Was schlecht oder, Herr Wagner, halb gut ist, weil das Glas halb voll ist, dass wir uns ehrlich machen müssen, dass wir die Ziele nicht erreicht haben, die wir uns gemeinsam vorgenommen haben. Und was ganz schlecht ist, ist, dass diese Debatte das auch wohl nicht ändern wird. Und jetzt könnte ich es mir einfach machen und könnte die Ampel dafür kritisieren. Ich könnte sagen, Sie haben Nachhaltigkeit im Koalitionsvertrag reingeschrieben, sind aber nicht so wirklich gut bei CO2 im Verkehr und in Gebäuden, haben so ein paar Probleme mit der finanziellen Nachhaltigkeit. Könnte ich sagen. Und ich könnte natürlich jetzt auch sagen, dass das bei uns alles viel besser gelaufen wäre. Wäre es wahrscheinlich auch. Aber am Ende des Tages muss man eins sagen. Am Ende des Tages muss man eins sagen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir sind bei den Nachhaltigkeitszielen auch an unseren Ambitionen gescheitert und dem nicht gerecht geworden, genauso wie das jetzt bei der Ampel ist. Und da wir uns diese Woche genügend vorgehalten haben, was jeweils der andere falsch macht, und ich glaube, wenn wir Demokratie gut gestalten wollen, dann sollten wir mal gemeinsam daran arbeiten, was wir richtig machen können, meine Damen und Herren. Da wir uns das genügend vorgehalten haben, lassen Sie uns mal nach vorne schauen. Und wenn wir nach vorne schauen, dann gab es einige interessante Wortbeiträge. Frau Gansra hat gesprochen, wir brauchen mehr Controlling. Herr Blankenburg hat davon gesprochen, wir müssen die Ziele als Querschnittsaufgabe begreifen. Und ich glaube, das ist auch richtig. Ich glaube, wir haben in Deutschland in der Politik, und zwar alle, das Problem, dass wir Ziele nicht konsequent genug verfolgen.
Und Frau Rudolph, Sie haben gesprochen von der Lebenserwartung. Das ist eigentlich eines der wichtigsten Ziele der Politik, dass Menschen möglichst viele lange, gesunde Jahre haben. Verfolgen wir das wirklich systematisch? Sollten wir uns nicht vornehmen, jedes Jahr vielleicht einen Monat mehr? Sollten wir uns dann nicht gemeinsam überlegen, was sind die passenden Maßnahmen, Vorsorge, Prävention, Ernährung, bessere Forschung, um diese Ziele zu erreichen? Und sollten wir dann nicht eins machen, diese Ziele auch jedes Jahr messen und uns dann gemeinsam darüber unterhalten, wie kriegen wir das hin, dass wir das auch besser erreichen? Das wäre der Weg. Aber so arbeiten wir leider im Deutschen Bundestag nicht. Aber das können wir ändern. Das können wir ändern, indem wir zum Beispiel diese deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Frau Wroblewski, die Sie jetzt überarbeiten, indem wir sie in den Bundestag holen. Sie wird von der Regierung festgelegt, im Bundestag zur Kenntnis gegeben. Wir dürfen so ein bisschen mitberaten. Ich glaube, diese Strategie gehört hier in den Deutschen Bundestag. Und dafür, meine Damen und Herren, brauchen wir auch eine Aufwertung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung. Das könnte das Instrument, das Gremium sein, was Nachhaltigkeitscontrolling macht, ohne den Fachausschüssen was wegzunehmen. Aber das könnte das Gremium sein, was den Finger in die Wunde legt und sagt, bei Gesundheit müssen wir noch nacharbeiten. Vielleicht sind wir in einem anderen Bereich auch gut, wo wir nicht nacharbeiten können. Und wenn wir so systematisch arbeiten, meine Damen und Herren, dann können wir den Menschen auch zeigen, dass Demokratie ohne Populärismus die beste Staatsform ist, die es gibt. Und ich glaube, das ist dringender denn je, dass wir zeigen, dass wir als Demokratie gemeinsam leistungsfähig sind, bei allen Unterschieden, die wir auch in unseren Meinungen haben. Denn da kommt es am Ende des Tages drauf an. Und wenn Sie mir gestatten, Frau Präsidentin, noch ein letzter Satz. Es ist ja so, dass wir nächste Woche eine Haushaltswoche haben. Und da werden wir uns über Geld unterhalten. Das machen wir zwei Wochen im Jahr. Ehrlich gesagt, über Ziele unterhalten wir uns ein paar Stunden. Und ist es denn wirklich das Königsrecht des Parlaments, über Geld zu entscheiden, meine Damen und Herren? Das Königsrecht des Parlaments ist darüber zu entscheiden, wie dieses Land aussehen soll. Das hat was mit Zielen zu tun. Ich werbe dafür, dass wir Nachhaltigkeitswochen haben, dass wir Zielwochen haben, wo wir gemeinsam darüber debattieren, wie es in diesem Land weitergeht. Das ist wichtiger als Geld. Das war ein sehr langer letzter Satz, Herr Brinkhaus. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Ich sehe keine anderen Überweisungsvorschläge. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Tagesordnungspunkt 30b, den Bericht über die Weiterentwicklung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung auf Drucksache 19 haben wir zur Kenntnis genommen. Ich rufe nun auf die Tagesordnungspunkte 31a und 31b.